So. Moin, moin. Und da sind wir wieder so. Ich wollte gerade sagen, mit einem Schwanzschlag ins Gefecht, aber das klingt etwas komisch. Ich saß auf dem Raptor. Ach, keine. Okay, Leute, das ist der neue Porno-Titel. No. Da habe ich jetzt meinen Titel für mein Video. Tja, Title of your Sextape. Auf meiner Schaut jemand Kampf von euch? Durch Türe, ja. Brooklyn. Mann. Zufällig wisst, Brooklyn, nein, nein. Ihr wisst, dass das Spiel ab 12 ist, ne? Also. Ja, da gab es schon den ersten Unterricht in den Schulen. Das ist. Und schon mindestens 6 Jahre entsprechende Fortbildungsseiten im Internet. Früher gab es bei uns noch die Bravo. Ja, da haben Kinder heutzutage, glaube ich, andere Quellen. Aber wir haben doch ja hier Blitz. Unser Gast ist da auch. Nicht ja, ganz der, alt. Der kann hier uns mal aufklären. Blitz? Ja. Der kann uns mal aufklären, wie die Jugend heute ist. Schlimm. Stimmt. Sehr schlimm. Ah, ja. Ja, das sieht man ja schon, zu welcher Tages- und Nachtzeit die so online sind, wa? Ja. Aber noch ist ja Samstag. Und Ferien. Kommt aufs Bundesland an. Genau. Bei uns sind noch eine Woche Ferien. Meine muss Hessen Montag ist jetzt ja Montag vorbei. Banner. Ach, Banner. Wollt's grad sagen. Oh, bin unterwegs. Ui, Inanna läuft woanders lang. Was ist denn hier los? Ich bin auch ganz verwirrt. Oh. Banner. Na, jetzt aber schnell. Jetzt wird die kleine Tür eröffnet. Und dann kommt da bestimmt ein Gargoyle raus oder so. Nee, ein Candycorn elementar.
Ein kleiner Veteran. Musste sein. Billig. Ja, eins der Erzfeind, ne? Aus dem ersten Teil, glaube ich sogar, ne? Hm? Billig? Oder war das? Das war kein Skelettlicht. Also es gab ein Licht, der mit Hauptgegner war, ja. Ich weiß nicht, ob der das darstellen soll. Das war zumindest kein Skelett. Ja, jetzt 1000 Jahre später, das Fleisch ist verfault. Ja. Vielleicht soll das ja sein. Das will ich ja gar nicht mal. So Jungs, seh es ein, du kannst nicht gewinnen. Auch nicht diesmal. Ich brauche mal Hilfe hier, ey. Sehr schön. So. Tödliche Kombination, die gefällt mir. Erfrischend. Großer Weisheit.
Hat der Tropfen aber die süßen und sauren Taschen, Mann? Ja. Ich traue mich nicht ins Inventar zu gucken, weil dann wird's voll sein. Gerade hält sich das, ich bin so glücklich. Hier hinter vielleicht ein... Nee, kein Kürbis. Sind wir eigentlich jetzt bei jedem Aufstieg, die wir jetzt machen, also die jetzt schon über mal haben jetzt, also ich jetzt bei 100, kriegen wir jedes Mal beim Aufstieg eine, so eine Geisterscherbe? Ich glaube, ja. Aufstieg? Na, Level ja, wenn nun der Balken voll ist, so. Ne? Dann Level up. Ah. Ich glaube, ja, ich habe auch gerade wieder eine gekriegt. Das Nette an diesem Ding hier ist, es zählt zu dem Tyria-Belohnungspfad. Den habe ich ja immer noch nicht voll, weil als der eingeführt wurde, war man da ja nicht mehr. Echt? Ja. Ich war schon voll. Nee, da habe ich noch ganz viel frei. Hat ja auch bei mir lange gedauert, bis ich Autoloot hatte. Stimmt. Hast du denn jetzt schon Kommandeur? Also dass das heißt, dass du jetzt in der Stadt schneller läufst? Nee, tatsächlich habe ich... das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber gerade wird trainiert diesen Mandwerkspfad. Dass man irgendwann legendäre Waffen, genau. Theoretisch möglich wäre. In der Tür. Sehr schön. Läuft. Du läufst meine weg, obwohl ich Stabi drin hatte. Weiß ich die aber weggeschissen, weggekickt, oder? Läuft die andere Richtung. Ja. Ja.
Ja, da hinten ist noch Aufgang ist noch ein Kürbis. Den noch nicht. Aufgang hier? Ja, ja. Vielleicht hast du ihn ja vorhin schon mal mitgenommen. Also ich habe ihn schon. Ja. Okay. Ja, ich auch. Okay. Ich weiß gesehen, welchen du meintest. Haben wir echt anderthalb Stunden ohne Pause hier durchgezogen? Jetzt macht die Nana eine Pause, oder? Nee, wir haben hier gleich eineinhalb Stunden, noch 15 Minuten. So. Nee, weil das eigentlich üblich ist, für Pause hier hoch zu krabbeln. Ah, ja. Bevor du sie angeflüstert. Kurz mal Kauf. Mann, Frau, Ding. Das ist auch gut, ey. Ich habe über 2 Stacks Beutel. Na denn. Lieb, thanks to all. Ja, danke. So, dann ja, machen wir jetzt mal den ganzen Truhen. Ja, nee, das glauben wir nicht. Das ist ganz schön anstrengend, die Nana. Ja, ich sehe jetzt gerade nicht den Mumble-Chat. Da. Ja, aber war doch eine gute Zeit, oder? Dann sagen wir vielleicht an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, genau. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.